Ja, hallöchen, Freunde der Sonne und des ganz normalen Wahnsinns. Hier ist Champ und wir spielen Donkey Kong Country. Ja, einem aufmerksamen Beobachter wird jetzt was auffallen. Richtig, die Melodie fehlt. Ich weiß es nicht, warum. Ich habe anscheinend irgendwas verfuscht. Also jetzt ist sie wieder da. Bäh. Da. Naja, halt hier Donkey Kong Country, ne? Tolle Musik und so weiter und so fort. Ja. Keine Ahnung, warum der Opa nur mit einem Fuß auf den Boden klopft. Ne, ein bisschen blöd, ne? Alt und senil passiert. Ja, irgendwas habe ich da halt verfuscht. Aber damit wollen wir uns jetzt gar nicht aufhalten. Wir wollen nämlich spielen Donkey Kong Country. Ja, wie komme ich auf Donkey Kong Country? Ja, ich habe das Spiel damals unglaublich gern gespielt und ja, für mich hat das irgendwie so einen nostalgischen Hintergrund und deshalb will ich jetzt einfach mal wieder Donkey Kong spielen. Ich weiß, das gibt's schon oft genug und bla 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 bla. Aber nee, wisst ihr was, wir spielen jetzt Donkey Kong und wer es gucken will, guckt halt mit und wer nicht, der nicht. Ich kann euch aber gleich sagen, ich bin kein Profi. Ich weiß nicht, wo hier alles versteckt ist oder was auch immer. Ich habe das Spiel schon, ja, seit mindestens 10 Jahren nicht mehr gespielt. Oh. Ja, Story, Hintergrund des Spiels. Donkey Kongs Bananen wurden geklaut. Von King K. Rool. Das ist ein Kremling, oder Kremling, ja, irgendwie so heißen die. So eine Echsen-irgendwas-Viecher. Und ja, es geht darum, diese Bananen wieder zurückzuholen. Also, die Story ist definitiv sehr tiefgründig und auch herzerwärmend. Dennoch, ach ja, genau, da wäre was gewesen. Ein schöner Luftballon, hätte es ein extra Life gegeben. Na, egal. Kurz mal Steuerung hier einfuchsen. Links, rechts, rechts, links, bla bla bla. Und weiter geht's. So, ja, und da wäre wieder einer gewesen. Mensch, habe ich schon wieder drauf hier da. Und da sind wir auch schon wieder bei der Halbzeit. Klar, zum Anfang geht das hier alles noch ganz schnell und einfach. Später wird es dann doch ein bisschen anspruchsvoller, das Spiel, aber ja, seht selbst und überzeugt euch selbst. Ich denke, ihr werdet das dann schon sehen. So, zack. Ach ja, eine Bonuswelt. Wunderbar, da rennen wir unseren Rambi hier, unserem tollen Nashorn einmal durch. Zack, extra live, alles abgecheckt, so gehört sich das. Zack. Das Kong haben wir auch vollständig. Man kann jeweils... Oh. Was ist das jetzt? Ich hab noch ein Bonus-Level. Ah ja, hier muss man versuchen, irgendwie immer die gleichen zu bekommen. Wir nehmen einfach mal, Rambi. So. Haben wir dreimal einen Rambi bekommen. Wenn wir wiederum davon drei sammeln, bekommen wir ein Bonus-Level, wo wir ganz viele kleine goldene Statuen sammeln müssen. Und ja, dann, bekommen wir dafür extra Lives. Aber dazu mehr, wenn es soweit ist. Ich denke, Donkey Kong wird jedem ein Begriff sein. Und es gibt wahrscheinlich keinen, der es nicht kennt. Deswegen kann ich mir höchstwahrscheinlich hier die meisten Erklärungen einfach sparen. Und ja, ganz normal weiterspielen. Ihr wollt ja definitiv sehen, wie ich faile. Und nicht, wie ich euch hier versuche, irgendwas zu erklären, was ihr eh schon wisst. Upsala. So, und ich denke, Fails werden wir hier mehr als genug sehen. Weil ja, das Spiel zum einen schon Jahre her ist. Und ich es zum anderen nicht perfekt durchspielen werde. Nicht zu 110 Millionen Prozent oder so. Sondern ich werde es einfach durchspielen, weil ich Lust drauf habe. Und ich denke, so funktioniert das Let's Play auch am besten, wenn man spielt, wo man selbst wirklich Lust drauf hat. So, batsch, batsch. Okay. Ja, erstmal wieder die ganzen Kniffe hier gewöhnen. Ja, wie gesagt, erwartet von mir kein perfektes Gameplay hier, sondern, boah, ist das mies, ey. Gerade das Fass weggeworfen, da haut er mir den Donkey Kong weg. Boah, oh. Ja, 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 also ihr seht, es verspricht durchaus, spannend zu werden. Die Fails werde ich definitiv nicht rausschneiden. Das macht ja dann auch gar keinen Spaß mehr. Ihr wollt ja alle was zum Lachen haben. Und da werdet ihr mich wahrscheinlich auch 10.000 Mal als Noob bezeichnen. Aber das ist jetzt egal.
denn es geht um den Spaß an der Sache und den habe ich. Wenn ich den verlieren sollte bei Donkey Kong, das wäre schon verdammt traurig. So, da komme ich gerade nicht rauf. Ja, also wie gesagt, wir spielen das Spiel durch, so wie ich es kann, schaffe, was auch immer. Alles andere ist dem Zufall überlassen und, ach ja, müsst ihr euch ja mal reinziehen, das Spiel ist von 1994 und diese mega geile Grafik, also das war damals wirklich geil, das können sich ja die meisten von euch vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Das habe ich damals auch als relativ kleiner Stöpsel gespielt, dieses Spiel. Ja, damals war es absolute Highlight, ne? Das ist für mich auch eines der besten Jump'n'Runs, die es je gab. Hier kommen wir zu Cranky, den Opa, den wir eben schon gesehen haben. Grundsätzlich quatscht er uns einfach bloß voll, mag uns nicht und ja, gibt uns dennoch Tipps. Ist das der Vater von Donkey Kong, der Opa von Donkey Kong, irgendwie sowas. Halt ein Typ, der gerne meckert. Ja, wir machen weiter hier im Geschäft. Immer wieder rein in den Saft. So. Puh. Ja, da haben wir ein Bonuslevel. Ist das toll. Mensch, bin mal gespannt, wie viel ich trotz meiner Unwissenheit noch finden werde. Also ich habe mich jetzt auch vorher nicht informiert, wo ich hier was finden kann oder so. Also hatte ich jetzt nicht gerade den, was heißt Ehrgeiz zu, aber gar nicht die Lust zu, weil ich möchte euch kein perfektes Let's Play oder Gameplay bringen. Das gibt's ja alles schon. Es gibt genug Donkey Kong Gameplays. Ich möchte einfach ein bisschen Spaß mit euch haben. Und das funktioniert am besten, wenn ich Spaß habe und nicht, wenn ich hier total verbissen zocken muss und bloß alles schaffen. Bla bla bi, bla bla blub, bla 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 bla. Ihr wisst schon, was ich meine. Nein! Didi, du alter Punker, ist er weg. Ah, wir haben schon das Halbzeitfass und Donkey Kong Fass müsste doch jetzt auch wieder kommen. Da ist es schon. Wenn man vom Teufel spricht. So, upsala. Jetzt überlege ich gerade, ob da eine Bonuswelt gewesen wäre, eventuell. Boah, jetzt hier, Satisfaction. Bap, bap. Yeah. Geil, Didi, du bist schon ein richtiger Held. Auch die Musik bei diesem Spiel war ja schon was richtig Geiles, muss man auch dazu sagen, ne? Also kommen richtig nostalgische Gefühle in mir hoch. Schön. Schön, schön, schön. Ich werde, ja, ich denke, ich werde jetzt öfter mal so ein paar ältere Spiele spielen. Weil zum einen, so ein Let's Play dauert nicht ganz so lang. Die Spiele hat man relativ schnell durchgespielt. Übrigens eine Wasserwelt, für die es noch nicht gemerkt haben. Wie zum Beispiel die Affen, weil die ja unendlich lang atmen können. Aber das ist okay. Bei Donkey Kong darf sowas sein. Gab's hier nicht was? Ja. Ach, Bananen. Auch hier die Musik wieder. Echt klasse. Macht schon Spaß. So, wo ist der blöde Fisch? Oh, Mann, ey. Ja, also in Sachen Timing und so hab ich's drauf wie Zahnbelag. Das kann man ruhig so sagen. Nicht! Boah, bin doch fast rein. Jawohl, wir haben, Angar? Oder wie heißt der? Damit können wir hier Fische kaputt machen. Weil mit den Affen können wir im Wasser so nichts ausrichten. Oh, extra life. Nein. Ah, schnell hier rum. Gib's doch. Mist. Nein. Ach. Egal, holen wir uns dann halt Didi wieder. Yeah. Komm mit, Bro. Nein, Mann, du darfst nicht auf meinen Fisch. Ich sitze hier alleine drauf. Wie ein buckliger Affe. Du kannst ja schwimmen. Ja, passt schon. Passt schon. Yeah. Und was sehen wir da? Ein Hai. Ich glaube, da gab es auch noch größere. Die fand ich früher sogar relativ gruselig irgendwie. Also war mir so ein bisschen unangenehm. Diese großen Haie, da wollte ich immer schnell weg. Wo ich hier so einen tollen Schwertfisch habe. Dieser Schwertfisch hier. Wir haben zwei hier, Didi. Ja. Didi hat noch keinen Führerschein. Der ist noch nicht 18, deswegen muss der weiter schwimmen. Bam. In your face, bitch. So. Hier, genau, das hier ist so ein etwas größerer Hai. Wobei ich ihn jetzt gerade nicht gruselig fand, aber das sei mal dahingestellt. Mit Kinderaugen sieht man ja alles doch noch etwas anders, ne? Ich weiß ja nicht, wer sich das jetzt alles anguckt. Wer Donkey Kong genauso als absoluten Klassiker betrachtet wie... Ah!
Ich will wieder rauf da, ich will wieder rauf da. Jawohl. Genauso wie so ein Klassiker betrachtet wie ich. Och Mann, sag mal, jetzt stell ich mich auch dämlich an, ne? Bleib doch stehen, du dummes irgendwas Fisch. Nein. Ah! Nein, ich nehme Fisch mit. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Jawohl. Genau, das ist einfach ein Spiel, so ein Must-Have oder... Das muss man einfach gespielt haben oder gesehen haben, vielleicht für die jüngere Generation, die das Spiel gar nicht kennt, was ich nicht glaube, aber mag ja sein. Guckt euch das Spiel an, es macht unglaublich viel Spaß, es ist unglaublich toll, es ist einfach... Halt noch ein gutes Jump'n'Run. Hier, Funky's Flights. Mit seinen klassen Beats. Hey, wie sieht's aus, Alter? Willst du mit meinem Fastplane fliegen? Ja, wo kann ich denn hinfliegen? Meistens geradeaus. Schön. Nee, ich möchte gerne... Nein, nein! Ich will da nicht rein. Ja, hier könnte man jetzt halt die Welt wechseln. Wir haben erst noch die erste Welt, von daher für uns nicht relevant. Wir machen weiter mit der nächsten Welt. Und zwar, was war denn das hier? Ich glaube, hier hat man viel mit Fässern und so rumgeschossen. Und gab es hier oben nicht eine Abkürzung? Ich denke mal, da verzichten wir jetzt mal drauf. Obwohl die eigentlich schon ganz gut ist. Also ich glaube, da hat man sich sehr viel gespart hier. Genau da, wo die ganzen Bananen sind, da wäre man halt dann lang geflogen. Und ja, so laufen wir jetzt halt den ganzen Weg. Zack. Ja. Einmal Bananen gesammelt und Critter auf den Kopf. Wenn die Critter heißen, ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Zack. 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 So, ich hoffe nur, ich habe keinen Buchstaben hier vergessen. Nein! Mist, nicht hochgekommen. Da oben wäre wieder so ein Rambi, das Nashorn, genau. Wäre da wieder gewesen. Was war denn das jetzt? Das war jetzt definitiv nicht mein Fehler. Das lag nicht an mir. So, und jetzt zeige ich euch auch mal die Abkürzung. Zack. Und ab geht's. Ne? Sieht man, einiges gespart. Und wir kommen hier an dieser Stelle wieder raus. Und wir haben drei Rambis, das erste Bonus-Level. Gott, oh Gott, da gibt es irgendwo dann so ein Versteck, so einen ganz großen und so weiter und so fort. Da muss ich jetzt erstmal überlegen, wie das war, wie ich da hinkam. Muss ich da nicht ganz oben lang? Kann es sein, dass ich es jetzt schon falsch gemacht habe? Vermutlich. Ja, ach Mist, ey. Laufen wir unten mal zurück. Sammeln den Bein noch ein bisschen was ein. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich das noch schaffe. Aber wenn ich jetzt hier oben... Nein! Mann! Das will ich euch wenigstens noch zeigen. Wenn ich jetzt hier oben langkomme... Oh Gott, das wird echt knapp. Das wird zu knapp. Das schaffe ich nicht. Scheiße. Tut mir leid, Leute. Aber ganz oben hinten durch ist dann so eine große Statue. Und die verdoppelt meine Punktzahl, soweit ich weiß. Ach Gott, ich komme hier wieder am Anfang raus. Boah, das ist ja voll für'n Arsch. Das hatte ich jetzt so gar nicht mehr in Erinnerung, dass man da wieder ganz zu Beginn zurück muss. Naja, war jetzt durch diese Abkürzung weniger schädlich. So. Ja, keine blöden Fehler machen, aber ja, ich kenne mich. Das wird man nicht vermeiden können. Batz. Immer schön, na, hoch da. Bautz ruff auf die Nase. Ich überlege gerade, war ich hier unten irgendwo umbunden? Ja, Überlegung hat sich erledigt, genauso wie das Leben dieser beiden Affen. Aber das ist nicht meine Schuld. Können auch besser aufpassen, ne? Aber ich werde jetzt auch mal ein kleines bisschen besser aufpassen, ja. Wer es glaubt, ne? Weil es kann ja so jetzt auch nicht sein, dass ich hier nur so ein Schnulli-Bambulli hier abziehe. Dann denkt ihr wirklich... Eieiei, der Champ, der bringt hier überhaupt nichts auf die Kette. Sag mal, wo ist denn das K? Habe ich das jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund... Ach so, wahrscheinlich, weil ich hier draufgegangen bin, habe ich das K jetzt nicht bekommen. Hier, die ersten etwas kniffligeren Stellen des Spiels.
und tatsächlich dann Zeitpunkte abpassen muss und so weiter und so fort. Ja, grundsätzlich kein Problem. Aber man muss ja bedenken, dass man auch sowas hier machen kann und dann sofort wieder tot ist. Wenn euch das lieber ist und ich hier fehle oder so und ihr habt darauf echt keinen Bock oder es geht euch auf die Eier, kann ich euch anbieten, dass ich mit Safe States arbeite. Ja, grundsätzlich ist sowas ja nicht nötig oder ja, überflüssig. Mich stören hier die Fails nicht. Aber wenn es bei euch so ist und ihr sagt, nee, da geht mir zu viel Zeit verloren und das wollen wir nicht, dann arbeite ich auch gerne mit Safe States, lasst es mich dann einfach wissen. Aber ja, bis dahin erstmal weiter wie bisher. So. Und ja, was soll ich sagen, kann ja nur besser werden, ne? Immer ein bisschen optimistisch denken hier. Chaka, wir schaffen das. Wow, und jetzt wird schon schneller. Also ja, man kann, wenn man so blöd ist wie ich, auch durchaus mal... Boah, jetzt habe ich aber hier so einen Monster-Jump geschafft. Leider fehlt das K. Tja, kann man nichts machen. Aber wir haben die Welt geschafft. Wir sind weiter und jetzt kommt Candy. Nur bei Candy kann man diesen Spiel regulär speichern. Und da sieht man auch, wie viel Prozent man schon geschafft hat. Yeah, 9%. Leute, wir haben Mörder-Speed drauf. Wir machen auch direkt weiter mit dem ersten Bossgegner. Ja, keine Ahnung, irgend so ein Biber-Hamster hier. Beutelratte, Glubschaugen, Bananenhaufen-Sammler, irgendwas Viech. Und da sieht man mal, wie viele Bananen Donkey Kong ursprünglich mal gesammelt hat. Und ja, das war's. Epischer Bossfight. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht irgendwie... Ja, die Herzen zerrissen vor Spannung. Aber das war der erste Bossfight.